Hallo Freunde des gepflegten Dartspiels. Heute will ich euch mein neues Coaching-System vorstellen. Ich schreibe ja gerade ein Buch darüber, das im Januar fertig sein wird. Vielleicht sogar vor Weihnachten, hoffe es, aber nehmen wir mal Januar. Und seit Corona, seit Covid-19 begonnen hat, bin ich nicht nur am Strand gelegen oder auf der Terrasse in der Hängematte, sondern habe in erster Linie an diesem System gearbeitet. Es ist das Drei-Säulen-Erfolgsmodell, wenn man so will, für erfolgreiches Dartspielen. Es ist anwendbar für jeden Spieler von Anfänger bis zum Profi und individuell anpassbar im Coaching. Und im Prinzip sind es drei Säulen. Säule 1, Selbstbewusstsein. Wer bist du? Wo sind deine Ziele? Wie gehst du mit dir um? Wie siehst du dich selbst? Wie funktionierst du unter Druck? Was ist für dich Druck? Wie gehst du mit Stress um? Das Bewusstsein, wie du dich selbst siehst. Und ja, wie du mit Niederlagen umgehst, wie du deine Spiele analysierst, Siege, ja, das ist noch Säule 1. Säule 2 ist dein Selbstvertrauen, das Vertrauen in dich selbst, in dich selbst als Person, innerhalb und außerhalb des Dartsports, weil Dart für mich eine sehr ganzheitliche Angelegenheit ist. Nach über einem Jahrzehnt Coaching weiß ich, dass das Dartboard oftmals das Spiegelbild des Lebens ist. So, man nimmt auch einiges mit ans Board oder was außerhalb des Dartspiels geschieht, und es zeigt sich manches erst an Bord, was man vorher vielleicht gar nicht einmal wirklich wahrgenommen hat. Zum Thema Dartitis, Überlastung, Systemüberlastung. Systemüberlastung meine ich, die mentale Überlastung, die zu einer totalen Blockade führt. Auch für das ist das Drei-Säulen-Modell sehr gut anwendbar. Und eben das Vertrauen in dich selbst, deine Fähigkeiten, das Vertrauen in deine Fähigkeiten, dass du deine Ziele erreichst, dass das einfach wirklich zusammenpasst, das Ganze. Ja? Selbstvertrauen. Und die dritte Säule, 1, 2, 3, nicht zu unterschätzen, wie man jetzt auch gerade im Profibereich sieht, das Vertrauen in dein Equipment, in deinen Wurfstil, deine Wurftechnik und in dein Training, in der Qualität und in der Quantität. Das heißt, du bist mit deinen Darts gut Freund. Und nicht nur, wenn es gut läuft, sondern auch, wenn du in der Krise bist, fängst du nicht daran an, rumzudoktern oder zu verändern. Ja. Die Dartshop-Besitzer sollen mich jetzt nicht verdammen. Ich spiele selber gerne mit verschiedenen Setups, probiere rum. Aber es macht halt nicht Sinn, dass man bei jeder kleinen Krise sofort in die Glaubenskrise fällt und sagt, oh, neue Darts machen es aus. Gut, man spielt momentan vielleicht ein bisschen besser, weil die Erwartungshaltung eine andere ist und der Fokus, aber im Großen und Ganzen, wenn du mit deinen Darts, die du spielst, gute Spiele gespielt hast, einige Tons hintereinander geworfen hast, einige Shortlegs, dann liegt es nicht an deinen Darts. So.
Ist aber das natürlich das Einfachste. Und für viele ist es natürlich wesentlich einfacher, auf das Equipment zu schauen, ja, als wie auf sich selbst oder aufs Köpfchen. Könnte ja wo möglicherweise was nicht optimal läuft. Aber das Dart-Equipment ist es im allerseltensten Fall. Genauso wie der Wurfstil. Wenn du einen Wurfstil hast, du hast den Dart in der Hand, du fühlst dich wohl damit, du wirfst seitdem mit ihm seit einiger Zeit, hast Top-Spiele geliefert. Ja, dein Stand ist gut, dein Wurf ist flüssig. Klar, der perfekte Wurf, was ist der perfekte Wurf? Klar. Man sieht Spieler, die 90 plus, 95 plus, 100 plus Average spielen mit Wurfstilen, wo man sagt, das kann gar nicht normal nicht funktionieren, es funktioniert aber. Und warum funktioniert es? Weil sie auf den Wurfstil vertrauen. Und diesen Wurfstil, auf den sie vertrauen, einfach den entsprechend einschleifen durch Training und nicht groß verändern. Ja? Unbewusste Veränderung passiert immer, aber die bewusste Veränderung heißt, der Kopf ist beim Wurf und durch das ist Flow-Zustand nicht möglich. Und umso mehr man rummacht, immer wieder, umso mehr bremst man seine Entwicklung. Meine Wahrnehmung aus, ja, aus vielen Jahren selber spielen, aber auch aus Hunderten von Coachings. Gerne wird immer wieder am Wurf rumgedoktert und gerne wird verzweifelt festgestellt, dass man nicht vor der Stelle kommt in seiner Entwicklung. Also Vertrauen in das Equipment, Vertrauen in den Wurf, den Stand, alles was zum Wurf dazugehört und Vertrauen in das Training. Du trainierst, wenn du weißt, du trainierst reichlich und gut. Qualitativ gut, dann wirst du da eine gewisse Sicherheit aufbauen. Wenn du aber immer am Zweifeln bist, ob du zu wenig trainierst, nicht gut genug trainierst, dass dein Training nicht passt, dann hast du da hier kein Vertrauen. So, und ich zeige euch jetzt in einer wahnsinnig aufwendig produzierten Videoabbildung, wie das ungefähr so mit den drei Säulen funktioniert. Moment. So, hier seht ihr das spektakuläre 3D-Modell von den drei Säulen des erfolgreichen Dartspiels. Das ist die Säule Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Vertrauen in Material, Wurftechnik und dein Training. Selbstbewusstsein bedeutet, wer bin ich? Was sind meine Ziele? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Passt es so alles, wie ich mir das vorstelle? Bin ich der Typ dafür, für meine Ziele? Die Flasche ist voll, sieht gut aus. Mein Selbstvertrauen. Das Vertrauen in mich selbst und meine Fähigkeiten. Meine darterischen Fähigkeiten. Ich habe das Vertrauen mit dem Potenzial, was ich habe, meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, erreichen zu können. Und ich habe das Vertrauen, das uneingeschränkte Vertrauen, dass ich mein Potenzial abrufen kann, zu jeder Zeit, an jedem Ort und es auch noch weiter steigern kann. Dritte Säule, Vertrauen in Material, Wurftechnik und Training, Quantität und Qualität. Das Training, Wurftechnik, Material. Material bedeutet eben
Du bist absolut im Reinen mit deinen Darts. So, Flights, Schäfte, Barrelform, alles ist gut und du zweifelst keine Sekunde daran, egal was los ist. Egal, ob du in einer Krise bist oder nicht, du weißt, das ist optimal, das passt so. Zweitens, das absolute Vertrauen in deine Wurftechnik. Du hast dann genau den richtigen Griff, du fühlst dich wohl damit, den richtigen Wurf fließend, der richtige Stand, alles passt genauso, wie es sein soll. Und das nicht nur, wenn es bei dir gut läuft, auch wenn du in einer Krise bist, kommst du hier nicht ins Zweifeln. Du fängst nicht zum Rumdoktern an mit deinem Material und du fängst nicht an, deinen Griff zu ändern, das oder zu optimieren oder tot zu optimieren. Denn wer andauernd optimiert, wer andauernd etwas verändert, wird nie wirklich einen komplett automatisierten Ablauf, der dann automatisch zum Flow führt, finden. Drittens, dein Training. Du bist dir sicher, du vertraust absolut dabei, darauf, dass dein Training absolut gut ist, qualitativ richtig gut. Du bist fokussiert, machst deine Trainingsspiele im Fokus mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, aber doch mit Spaß am Spiel und einer gewissen Lockerheit. Du trainierst, weil du es willst und nicht, weil du es musst. Du hast Spaß daran. Die Qualität des Trainings ist oft wichtiger wie die Quantität. Denn wenn du 5 Stunden am Tag nur lasch und ja, unmotiviert vor dich hin ballerst, dann macht es mehr Sinn, wenn du einfach nur 1 Stunde oder 2 Stunden dafür das aber hochkonzentriert machst und mit den richtigen Trainingsinhalten. So. Du bist in dieser Säule, bist du zufrieden und absolut im Vertrauen mit deinem Material, deiner Wurftechnik und deinem Training. Das heißt, du weißt, vertraust darauf, dass du absolut viel genug trainierst und gut genug trainierst. So. Und wenn diese drei Sachen, dein Selbstbewusstsein, die Flasche voll ist, die Säule stabil steht, das Selbstvertrauen stabil steht und du absolut mit deinem Equipment, mit deinem Wurf und mit deinem Training zufrieden bist und weißt, das passt so. Und das vor allem, auch wenn du eine Phase hast, die mal nicht so gut ist, denn diese Phase kommt und diese Phase ist komplett normal, gehört zum Dartspiel, jeder weiß das, noch nicht jeder will es akzeptieren, dann ist das stabil. Dein Dartspiel ist stabil. Stabil heißt, du kannst darauf immer weiter aufbauen und es steigern. Wenn aber eines dieser drei Säulen, diese drei Säulen, entweder dein Selbstbewusstsein, dass du sagst, okay, bin ich überhaupt der Typ dafür? Ja, dann passiert das. Alles bricht zusammen. So, das war das bildliche Darstellen der drei Säulen. Ja. Unter Einsatz höchster modernster Technik. Fakt ist, eine der drei Säulen, wenn im Schwanken gerät, reißt ihr die anderen gerne mit. Geht in euch, denkt mal drüber nach und du wirst bestätigen, dass man das als Dartspieler gut kennt. Mein Training, mein Coaching ist darauf ausgelegt, dass man
die Punkte festigt. Alle drei Säulen festigt, und wenn man jetzt sagt drei Säulen, hört sich das so an, ja gut, das sind drei Säulen, aber das sind natürlich 50 verschiedene Punkte. Und diese Punkte gilt es einzeln, also die Punkte, die Verbesserungspotenzial haben, gilt es einzeln zu stärken. Ja, wenn ich der Meinung bin, stärke deine Stärken, damit schwächst du deine Schwächen. Ja, immer in die Richtung arbeiten, wo man hin will, also zu deinen Stärken hin. Und das mache ich in meinen Coachings, in meinem neuen Buch wird es sehr ausführlich beschrieben. Auch wieder mit Audiodateien dazu, für Blockaden im Unterbewusstsein, wie es bei Headcrabs schon ist und bei Tatitis, bei meinem Buch. Aber das wird nochmal eine Stufe ausführlicher. Klar, ich habe die letzten 4 Jahre, habe ich einiges an Erfahrungen gemacht, seit meinem ersten Buch, und habe auch mit sehr erfahrenen Spielern arbeiten dürfen, ob BDO, Bundesliga, PDC. Und ja, das lasse ich da alles einfließen, das Wissen, meine Erkenntnisse, und alles ist auch eingeflossen in das, die neue Coaching-Form. Ich biete die Coachings an in einen Dreierblock. Das heißt Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Vertrauen in Material, Wurftechnik und Qualität und Quantität von Training. Jeder Block ist als 90 Minuten bis zu 2 Stunden Trainingseinheit, Coaching-Einheit, online, per Messenger oder Skype. Das lässt sich sehr gut machen. Ich habe da mit Holland, Belgien zusammen, einen Schotten und auch, ja, jetzt hat in Zwischenzeit rund um die Welt schon fast. Und es funktioniert. Ich würde das sagen, in einem wöchentlichen Abstand, 3 Coachings, 90 bis 60 Minuten, einmal wöchentlich, dann kann man immer auf die aktuelle Entwicklung eingehen und ich lerne dir, ich zeige dir, wie du deine Säulen festigst, die einzelnen Punkte individuell. Ja, was natürlich in einem Buch, das ich rausbringe, natürlich allgemein geschrieben ist, so dass es jedem helfen kann, ist ein Coaching natürlich individuell, 1:1, und nur du und ich, und so können wir genau auf den Punkt eingehen, diskret, wo du Verbesserungspotenzial hast oder wo du deine Probleme siehst, wenn du denn Probleme hast. Ja. Und ja, dieses Coaching ist erhältlich für die ersten 10 Leute, die es buchen, für 149 Euro, bezahlbar per PayPal mit Käuferschutz, und nach Geldeingang wird sofort ein Termin vereinbart. Ja. Für die ersten 10, 149 Euro, nachher 199. Man kann davon ausgehen, es sind 6 Stunden, und ich stehe für jeden, mit dem wo ich arbeite, auch nachher kostenfrei für Tipps und Sachen zur Verfügung. Die Leute können mich nicht kennen, die wissen, dass ich nicht so auf die Uhr schaue beim Coaching oder nicht für Tipps oder so und nichts verlange oder sonst irgendwas. Ja, das mag für manche viel klingen. Fakt ist aber das, es gibt Anbieter, die das für 90 Minuten für ein Coaching aufrufen, diesen Preis von 149 Euro. Und ich glaube, die haben nicht so viel Erfahrung in dem Bereich wie ich. Aber es ist auch vollkommen egal. Wenn es dir wert ist, statt viele neue Pfeile zu kaufen oder einen Barkeeper zum besten Freund zu machen, weil das beste Mentalcoaching für viele einfach
der Schluck an der Bar ist, ja, weil man ohne Alkohol kaum spielen kann, vor lauter Nervosität oder Verkrampfung. Muss nicht sein, gibt aber viele. Dann sind 149 Euro nicht so viel. Ja. Wenn du Interesse hast, melde dich bei mir. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, gute Arzt, viel Spaß und hoffen wir alle, dass alles wieder normal wird, die Corona-Zeit, alle Turniere normal stattfinden, dass alles wieder seinen gewohnten Weg geht. Es wird kommen, früher oder später. Also, gute Arzt und man sieht sich, hört sich oder liest sich. Und bei Interesse einfach melden. Servus.